wir uns befinden. Wir reden über ein Buch, ich sage das jetzt mal, das zum Teil gar nicht mehr gültig ist mit den Erkenntnissen. Oder widersprechen Sie mir? Ich möchte ein Beispiel bringen. Sie nehmen in diesem Buch Abschied von vielen Dingen, die Ihnen in Ihrem Leben wichtig waren. Zum Beispiel von politischem, gesellschaftlichem Engagement. Haben Sie das durchgehalten? Große Worte. Ich will das in die Hände der Jugend legen, die Nachkommenden. Ich habe es euch vorgemacht, habe ich auch gesagt an meinen Leseabenden. Ich habe 100 Gedichte geschrieben über die Verplanung, Zersiedelung, Zerstörung der Erde, Ökologie, bevor es das Wort Ökologie überhaupt gab. Die Grüne Partei war noch nicht da, vor 20 Jahren. Das alles vorbei. Ich will nicht mehr streiten, nicht mehr kämpfen, keine Protestmärsche mehr mitmachen. Lasst mich in Ruhe, ihr sollt es jetzt ohne mich machen. Aber warum wollten Sie damit aufhören? Das waren Sie doch. Oder das sind Sie. Ach, ich war doch einfach müde. Und dann habe ich durch all diese Schinderei ein Leben lang und durch das viele Glück einen Blutdruck gekriegt, von dem der Arzt gesagt hat, also meine Liebe, entweder Sie stehen mit einem Bein im Grab oder Sie hören jetzt auf und mäßigen Ihr Temperament und Ihr gesamtes Leben, stellen es um und bleiben im Liegestuhl, sonst sind Sie in einem Jahr tot. Und immer zwischen diesen beiden Extremen, wie Sie gesagt haben, zwischen der Meditation und dem, ich muss aber nochmal zum Kernkraftwerk und ich muss nochmal nach Brockdorf, hin und her gerissen und dann, wie ich gerade es geschafft hatte, einigermaßen eine Stabilität herzustellen, dann brach die DDR zusammen. Ja. Und das hat... Spielt eine immense Rolle in Ihrem Buch. Ich war Im Buch ganz, und im Leben. Ich war ganz überrascht über einen Satz, den Sie geschrieben haben am Schluss Ihres Buches. 40 Jahre Geschichte, mein Leben werden in dieser Nacht auf den Müll gekippt. Millionen Wegwerfleben. Das hört sich unheimlich dramatisch an. Sie sind Stuttgarterin, Süddeutsche, das hört man. Sie haben immer, glaube ich, dort gelebt. Welchen Bezug haben Sie zur deutsch-deutschen Geschichte, gerade zu Ostdeutschland, zur ehemaligen DDR, dass Sie das so tief bewegen kann? Ich habe mein Engagement durch Männer bekommen. Und der Holzschneider Hab Grieshaber, einer der berühmtesten, bedeutendsten Maler und Holzschneider und Deutschlands. Ihr Lebensgefährte? Mein Lebensgefährte, bei dem ich 12 Jahre auf seiner Achalm, auf dem Berg, auf dem Alpberg gelebt habe, in einem Wohnwagen, umgeben von Schafen und Tieren. Und der durchdrungen war von der Liebe zum Leben und zu den Menschen. Und der hat mich kennengelernt, als in Griechenland die Militärdiktatur ausgebrochen war. Und hat mich motiviert, etwas zu tun. Ich schrieb Gedichte, vorher waren es Landschaftsgedichte, Lehmann-Nachfolge, ein bisschen Ben, epigonal. Und plötzlich stand ein Panzer auf der Agora in Athen und man durfte da nicht mehr hin. Und da war der Umbruch und es war mein erstes politisches Gedicht und Grieshaber sagte so, 7 Jahre, dann ich mache einen Sprung, 7 Jahre Griechenland, Militärdiktatur. Die Militärdiktatur muss weg. Da müssen wir was tun. Bilder machen, Texte schreiben, Gedichte schreiben, in Buchhandlungen, Universitäten, zu Studenten, auf Campus, in ganz Europa, überall hingehend dabei sein. Aber von Griechenland bis zur DDR ist ein weiter Weg. Ja, aber das hat noch nicht genügt. Kaum war ich ein halbes Jahr Griechenland, sagte, es gibt übrigens auch noch ein Land, das ist viel wichtiger als Griechenland. Das liegt vor unserer Haustür. Millionen Deutsche kennen die Karibik und Griechenland und die Provence. Und kennst du vielleicht die DDR? Ich sage nein. Dann sagt er, dann wird es höchste Zeit. Ich habe meine Holzschnitte und Bilder drüben gedruckt in der Hochschule für Grafik und Buchdruckkunst in Leipzig. Ich habe dort Bücher gemacht, Bilder. Ich kann in die Museen, die Kirchen stellen mich aus, aber ich habe keinen Chauffeur.
Das ist ja eine ganz konstruktive Geschichte, diese, dass Sie einen großen Teil Ihres Lebens, auch Ihrer Zeit mit Grieshaber, der DDR gewidmet haben. Aber dann erklären Sie mir den Satz am Schluss, der wirklich sehr traurig auch klingt. 40 Jahre Geschichte, mein Leben, werden in dieser Nacht, also nicht zuletzt durch die Wiedervereinigung, auf den Müll gekippt. Ich habe in 10 Jahren 50 DDR-Fahrten gemacht. 2-3 Mal im Jahr, etwa 14 Tage, 3 Wochen. Und wir sind nicht nur zu den Malern, Schriftstellern, Musikern, die unsere Freunde wurden, und nicht nur zu Ärzten und Museumsdirektoren, sondern wir haben mit dem Volk gelebt. Wir haben Ausstellungen und Vorträge und Lesungen gehabt in Dresden, Leipzig, Magdeburg, in Torgau, an der Ostsee, auf Rügen, überall. Und wir sind mit den Menschen, mit dem Volk zusammengekommen, mit den Männern und Frauen. Und er hat mir nicht nur, er hat gesagt, unsere Biografie ist nicht denkbar ohne die Städte in der DDR. Aber die Wiedervereinigung ist ja trotzdem was ganz Großartiges. Warum beschreiben Sie sie so negativ? Die Art der Wiedervereinigung hat in mir, ich habe nicht die Gnade der späten Geburt, so, jetzt habe ich das richtige Wort, hat in mir Urängste, traumatische Dinge sind emporgespült worden, denn ich bin jeden Abend vorm Fernsehen gelegen bis Mitternacht und habe das verfolgt vom ersten, wir sind das Volk, was ich, steht auch im Buch, wir sind das Volk, was für mich ungeheuer war, wunderbar, wichtig, endlich schließt sich der Kreis. 40 Jahre deutsche Geschichte waren nicht umsonst. So habe ich gemerkt, das Gegenteil. Genau. Genau das Gegenteil. Es war nicht umsonst, es ist gelungen. Warum denn diese Verzweiflung? Weil es dann immer schlechter wurde. Und weil ich dann die ersten Heil, Heil, Heilrufe hörte. Und Helmut, Helmut, Helmut und die Skandierungen, Deutschland einig, Vaterland. Und dann erinnerte ich mich, dass ich genauso gebrüllt habe, als ich als BDM-Mädchen die Judenbücher im Salzburger Landhaushof in die Flammen warf. Und dass ich Balier gestanden habe am 9. November in München, als Hitler und Göring und Goebbels auf ihrem Blutzeugenmarsch zur Feldherrnhalle gingen. Und dass 4 Stunden später die Synagogen in Scherben gingen, die sogenannte Kristallnacht. Ich bin mit dem Fahrrad durch die Scherben nach Hause gefahren. Das alles brodelte in mir hoch in diesen Fernsehnächten. Und ich sah, wie die die Revolution gemacht haben. Die sanfte Revolution, die Kerzenrevolution, die wunderbaren Gesichter, die Auferstehungsgesichter, die Ostergesichter in den Leipziger Nächten, die Befreiungsgesichter, wie die nach 3-4 Wochen an den Rand gespült wurden. Glauben von Sie, denen dass die Randale gemacht haben und die das Heil, Heil, Heil. Und ich fühlte alles, alles, was jetzt gekommen ist, das fühlte ich und das habe ich geschrieben. Glauben Sie, dass Ihr politisches Denken da irgendwo gescheitert ist? Warum fühlt sie so ganz persönlich auch diesen Satz, 40 Jahre Ihres eigenen Lebens wären? Weil ich die Menschen, weil mich Grieshaber gelehrt hat, die Menschen lieb zu haben dort drüben. Die Arbeiter und Arbeiterinnen am Ostseestrand, die ihre Ferien machten, er ging nicht in die Datscha vom Verleger oder in die Datscha von irgendeinem Politkommissar, wo er eingeladen war, sondern wir schlichen uns davon wie Partisanen, übernachteten wild in irgendwelchen kleinen Räumen und er wollte mit dem Volk der DDR, mit den Männern und Frauen und Kindern im Ostseesand sitzen und reden über das, was sie leben, empfinden, leiden, auch das alles wollte er und mir zeigen. Und er sagte, du kommst mir nicht nach Potsdam und nach Sanssouci, bevor du nicht Buchenwald und Ravensbrück gesehen hast und Quedlinburg, wo Klopstock geboren ist und Weimar und das alles. Und so liebte ich die DDR. Man kann ja nicht 10 Jahre diese Strapazen auf sich nehmen und Bücher und Bilder rüberfahren. Und plötzlich gibt es das Land nicht mehr. So, genau. Sie sind ja lieb, Sie. Jetzt ist Sie sagen die Antwort, die ich nicht geben konnte. Plötzlich gibt's das nicht mehr. Und die Menschen, das Schlimme ist, diese lieben Menschen sind nun alle manipuliert,
unfähig zu eigenen Entscheidungen, unentschlossen, sind kaputt gemacht worden. Und diese Menschen kenne ich nicht. Ich war auch in Bitterfeld und Halle und wir haben ihr Brot gegessen und wir haben geatmet und haben die Braunkohlenzerstörungen gesehen. Frau Hansmann, lassen Sie mich noch mal eine Frage stellen zu einem ganz anderen Thema, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Sie sind auf Lesereise gegangen mit Ihrem Buch. Ja. Und weil es doch recht provozierend ist, was Sie da geschrieben haben über das Alter und vielleicht auch über die Ex-DDR, die Wiedervereinigung, Frage an Sie, wie haben die Leser bzw. das Publikum auf Ihren Reisen, wie haben die reagiert? Fühlten die sich auch manchmal getroffen? Gab's ja, es ist für mich ein Lernprozess. Ich muss Aristoteles zitieren. Ich altere zwar, aber ich lerne noch immer. Ich bin auf die ersten Lesungen voller Erwartungen und kam sofort Entsetzen, Schock und Feindseligkeit im Süden. Man hat Ihnen das übel genommen? Ja. Dieses Buch, das Leben ist sowieso schlimm genug, wo bleibt das Positive, wo bleibt das Edle, Schöne, Wahre, man kann doch auch reisen und Ikebana machen. Und dann gab es aber plötzlich ein Gegengewicht und immer mehr Menschen diskutierten hinterher nach der Lesung mit denen, die dagegen waren. Und die Buchhändler waren fassungslos und die Bibliothekare und sagten, das wünschen wir uns ja. Das lebt ja ungeheuer pro und contra, Ablehnung und Begeisterung. Wer reagierte denn positiv und wer negativ? Können Sie das so ein bisschen beschreiben? Es kamen nicht nur Alte, es kamen ganz junge Menschen, junge Frauen, 40, 50-Jährige. Und die sagten, erstens steht es uns bevor, zweitens haben wir Mütter und Großmütter, denen wir nicht mehr helfen können, weil wir sie nicht begreifen. Und sie lehren uns, die Alten zu begreifen. Drittens sind wir selber gerade verlassen, denn wir sind jetzt in dem Alter, wo die Männer weggehen. Und da ist keine Hand mehr, die sich auf deine legt, sagte mir eine 45-Jährige. Und sie schreiben darüber. Sie trösten mich, sie helfen mir. Aber es kam eine 85-Jährige an zwei Stöcken nach der Lesung an meinen Tisch und sagte, alles, was Sie schreiben an Negativen, Traurigen, Depressiven und am Nachlassen der Kräfte und der Organe, alles stimmt, alles ist ganz genauso. Ich bin Ärztin, ich war 40 Jahre in der Praxis, aber Sie sind ja noch viel zu jung. Das warten sind Sie bis auch. Sie 85 sind. Aber jetzt kaufe ich Ihr Buch dreimal für meine drei Töchter, denn die kapieren nicht, was mit ihrer Mutter vor sich geht. Die begreifen mich nicht und sie drücken das aus, was ich meinen Töchtern sagen möchte. Sie haben es ausgedrückt und trotzdem stimmt vieles nicht mehr. Sie sind im Moment wieder sehr aktiv, sehr politisch engagiert, haben viele Kontakte auch zu ehemaligen DDR-Bürgern, zu Kollegen und Schriftstellern. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen. Ihnen zu Hause noch einen schönen Nachmittag und bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen.